frage mich immer dabei, ob da draußen noch irgendwas ist. Wo haben Sie den schönsten Sternenhimmel gesehen? Bei mir war es in Pirinaldo in Ligurien. Da waren wir Schlitten fahren, da war es schon so dunkel und dann habe ich in den Himmel geguckt und dann waren da richtig schöne Sterne. Mein schönster, würde ich sagen, war in Portugal am Strand gewesen, weil die Sterne direkt am Horizont mit dem Meer zusammen langsam fielen. Wenn es abends frühdunkel wird und man abends vom Betrieb zur Wohnung nach Hause läuft und ja, die Sterne einem den Weg weisen, dann sind das eigentlich schöne Momente. Vor allem, wenn du da fliegst, unter dir ist die ganze Atmosphäre und über dir ist quasi nur noch der Weltraum. Würden Sie gerne einmal ins Weltall fliegen? Boah, ich glaube, wenn es nicht so maximal anstrengend wäre mit sämtlichen Tests und Training davor und kann ja nicht irgendwie jeder, sondern muss sich jahrelang irgendwie darauf vorbereiten, ne? Dann würde ich das, glaube ich, schon mal machen. Ich würde mal auf den Mars fliegen gern. Und ich auf den Mond. Ich würde gern mal auf den Jupiter fliegen. Niemals! Auf keinen Fall. Niemals! Möglichst weit weg. Jupiter vielleicht? Nein, ich würde es auch nicht machen. Also vielleicht würde ich es doch erstmal nur zum Mond probieren. Erstmal nur zum Mond und wieder zurück. Ja, ja. Ja, ja, dass man die blaue Kugel noch sehen kann. Dass man jetzt, weil da ist mein Zuhause. Was ist für Sie das größte Geheimnis des Universums? Angefangen von, wie funktionieren schwarze Löcher, bis hin zu, was ist eigentlich dunkle Materie? Oh, wenn Leute über Lichtjahre oder sowas reden, das kapiere ich gar nicht. So letztens kam irgendwie, irgendeine Sonne war so weit weg wie noch nie, 4000 Millionen Kilometer Lichtjahre, was auch immer, check ich nicht. Ich hoffe, wir finden da mal ein Wurmloch. Ja, ob es Außerirdische gibt und ob es vielleicht noch andere Universen gibt. Warum? Der Saturn ein Kreis drumherum hat. Der Urknall, also wie hat das eigentlich funktioniert? Zieht sich das ganze Universum, die Spirale eigentlich zu dem riesigen schwarzen Loch in der Mitte zusammen und explodiert dann wieder? Jetzt über all und alles sprechen. Auf wissenschaftsjahr.de.